Herzlich willkommen zum zweiten Coding-Video in Python in der Vorlesung Data Science. In diesem Coding-Video soll es um Support Vector Machines gehen. Und ich fange an wie immer. Wir importieren hier eine ganze Menge an Paketen. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Ich denke, darauf müssen wir erstmal gar nicht mehr eingehen. Was wir uns hier zunutze machen, ist, dass SKLearn vorgefertigte Datensets anbietet den man sich zum Training bedienen kann und um als Dozent gewisse Dinge zu zeigen, genau wie ich das hier auch tun werde. Wir bedienen uns hier einem vorgefertigten Datensatz über Brustkrebs und wir importieren wieder unser train-test-split-Funktion. Das bedeutet, dass wir hier unseren Split nicht selber vornehmen müssen. Wir importieren hier unsere Support-Vector-Maschinen. Und wir importieren uns noch einen Klassifikationsreport und ein Confusion Matrix Report. Das bedeutet, dass wir diese Confusion Matrix, die ich Ihnen in der Vorlesung vorgestellt habe, uns auch angucken können. Und wir optimieren das Ganze noch mit einer Grid Search. Das bedeutet, dass wir uns die besten Parameterspezifikationen noch heraussuchen können. Das sind die Pakete, die wir uns hier oben importieren werden. Und was machen wir als nächstes? Das sehen Sie hier. Das heißt, wir laden uns diesen Breast Cancer-Datensatz in eine Variable hinein. Das ist ein Pandas DataFrame. Und was machen wir? Diese Datensätze, die von Scikit-Learn angeboten werden, haben eine Spalte, die nennt sich Description. Da ist der Datensatz beschrieben. Da finden Sie zu jedem Parameter, den dieser Datensatz enthält, eine Beschreibung. Sie finden eine Erklärung, was Sie denn da vor sich haben. Und was machen wir hier? Wir erzeugen uns einen Data Frame, in dem die tatsächlichen Daten enthalten sind. Das ist hier mit dem Spaltenname Data ähm, versehen. Und wir haben hier auch noch unsere Spaltennamen. Das sind in dem Fall die Feature Names unserer Variablen. Und was wir als nächstes machen werden, nachdem wir uns die Beschreibung des Datensatzes hier angesehen haben, werden wir erstmal hergehen und uns den Kopf dieses Data Frames überhaupt ansehen, damit wir wissen, welche Daten haben wir denn hier überhaupt vor uns und was machen wir damit denn überhaupt? Ich scrolle jetzt mal hier weiter runter. Was wir als nächstes machen werden, ist, das haben Sie bei der linearen Regression auch schon gesehen, wir splitten unsere Daten. Das heißt diesen Dataframe mit den Daten drin, die packe ich hier in eine X-Variable rein und eben die Targets. Die Targets ist eine Spalte, in der eben drin steht, haben wir Krebs oder haben wir keinen Krebs. Ähm, den packe ich hier in meine Y-Variable hinein, weil das ist ja das, was wir mit den Support Vector Machines quasi herausfinden möchten, welche dieser Patienten haben denn nun Brustkrebs und welche haben diesen nicht. Das ist jetzt ein wesentlich härteres Beispiel wie dieser E-Mail-Spam-Filter, den ich Ihnen in der Vorlesung gezeigt habe. Und das ist daher viel, viel härter, weil es hier tatsächlich um medizinische Diagnostik geht und ums Leben. Wenn ich einen E-Mail-Spam-Filter implementiere und dieser E-Mail-Spam-Filter nicht unbedingt das State-of-the-Art-Modell ist, dann bekommen Sie halt ab und zu eine Spam E-Mail durch, die im schlimmsten Fall noch einen Trojaner enthält, aber deswegen sterben sie nicht sofort. Wenn sie Machine Learning getrieben medizinische Diagnostik betreiben möchten und ihnen unterläuft ein Typ 1 Wähler, das heißt, sie sagen einem Patienten, sie haben keinen Krebs, obwohl er diesen hat, dann wird dieser Patient sterben. Oder eben erst in Behandlung kommen, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Das heißt, hier eine exakte Arbeit abzuliefern, ist essentiell. Deswegen bin ich in dieser Data Science Vorlesung auch so harsch vorgegangen, zu sagen, es gibt keine Quick Fixes, gerade nicht, wenn es um solche Inhalte geht. Und um aufs Thema zurückzukommen, wir splitten hier unseren Datensatz. Das heißt, wir machen wieder das Gleiche was wir in den linearen Regressionen auch schon gemacht haben. Wir erzeugen ein Trainings- und Testdatenset für unsere X und Y Variablen. Und das nächste, was wir tun, wir setzen hier einen Random State. Der hat eigentlich an sich erstmal so für uns gar nichts zu sagen. Wenn Sie dieselben Werte erhalten wollen, dieselben Splits erhalten wollen, wie ich es tue, dann müssen Sie hier auch denselben Random State eingeben. Was machen wir als nächstes? Wir initiieren das Modell. Das heißt, hier ist unser Modell, unsere Support Vector Maschine und dieses Modell wird danach auf die Trainingsdaten gefittet. Sie sehen, das Vorgehen ist grundsätzlich immer identisch. Wir importieren Pakete, wir laden uns unsere Daten, wir schauen uns unsere Daten an, wir teilen diese Daten in eben unser Y und unser X, wir erzeugen unsere Trainings- und Testdatensätze, wir initiieren das Modell und wir fitten das Modell auf diese Trainingsdaten. Das passiert in dieser Zeile hier. Und was machen wir als nächstes? Wir machen Vorhersagen. Das heißt, wir erstellen hier Prädiktionen auf Basis des Testdatensets. Das heißt, hier wurde das Modell trainiert, quasi Brustkrebs-Label zu identifizieren. Und hier machen wir Prädiktionen auf Basis des Testdatensets. Und danach, um zu sehen, wie gut denn nun unser Modell trainiert ist und wie gut das Modell gefittet ist, lassen wir uns eine Confusion Matrix ausgeben und ein Klassifikationsreport, um sehen zu können, wie genau ist denn unsere Klassifikation dieser Brustkrebspatienten vonstatten gegangen. Und was wir danach noch machen werden, ist, wir machen ein sogenanntes Grid Search. Und dann ist es einfach so, dass wir hier uns den besten Parameter ausgeben lassen können. Das heißt, wir geben hier gewisse Werte vor. Was interessant ist, ist hier das C und das Gamma. Wenn Sie natürlich genauere Varianten haben möchten, dann können Sie hier reinschauen in die Beschreibung. Da ist das sehr ausführlich beschrieben, was hier welcher Parameter exakt denn tut und an welchen Stellschrauben Sie hier denn drehen können. Sie sehen, da geht es ein ganzes Stück runter. Darauf werde ich jetzt hier erstmal verzichten, weil ich denke, meine Moduldokumentation lesen, dazu ist jeder von Ihnen imstande. Und das machen wir danach. Wir machen hier Prädiktionen auf Basis unseres Grids und wir lassen uns hier wieder die Confusion Matrix und einen Klassifikationsreport ausgeben. Das heißt, ich fasse das noch einmal zusammen. Wir importieren unsere Pakete, wir erzeugen unser Datenset, wir explorieren dieses Datenset, wir teilen dieses Datenset in die Features und in das, was wir prädiktieren möchten. Wir äh, splitten unser Datensatz, wir importieren das Modell, also wir implementieren das Modell, trainieren und fitten das Modell, machen Vorhersagen und schauen, wie gut wir abgeschlossen haben. Und am Ende hier gucken wir, ob wir das Ganze nochmal optimiert bekommen. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal durchlaufen, erschrecken Sie nicht, da kommt relativ viel. So. Relativ viel, relativ schnell. Ich mache den Code einfach mal weg und scrolle hier nur mal durch das Terminal. Wie Sie sehen können, ist das hier oben die Beschreibung des Datensatzes, den wir hier genommen haben, den Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Dataset. Und Sie sehen hier, wie viele Instanzen in diesem Datensatz vorhanden sind, die Nummer der Attribute. Sie haben hier Informationen, was denn hier welche Parameter ähm, darstellt von dem Radius des, des Krebsgeschwürs bis hin zur fraktalen Dimension. Das haben wir auch schon kennengelernt. Also Sie sehen hier, das ist hier sehr ausführlich dargestellt mit Minimum und Maximum für jeden Parameter. Und das können Sie sich in Ruhe mal selber ansehen. Das heißt, diese Datensätze, die Sie hier vorgefertigt, sich ansehen können sind sehr gut dokumentiert und beschrieben. Das heißt, da können Sie sich ruhig austoben und selber experimentieren. Sie haben hier noch weitere Referenzen sogar mit angegeben, wo Sie sich sogar ein Paper mit dazu durchlesen können, für den Fall, dass Sie medizinisch interessiert sind. Hier ist dann natürlich der Kopf unseres Data Frames. Das ist quasi der Kopf unserer Datensätze, wo wir sehen können, okay. Das sind die ganzen Parameter und die ganzen Variablen und sogenannten Features, die wir hier eben analysieren können. Und dann sehen wir hier noch einfach mal als erstes unsere Confusion Matrix hier oben, bevor wir uns die Idealisierung, bevor wir uns die Optimisierung des Ganzen angesehen haben. Das heißt, hier sehen wir die... Confusion Matrix, die mir sagt, wir haben hier genau einen Patienten, einen einzigen, bei dem der Algorithmus keinen Krebs diagnostiziert hat, obwohl er diesen hätte. Und wir haben hier 59 und 120 die Stimmen. Und wir haben hier die Nummer 8, die hier steht. Das sind diejenigen, denen gesagt wurde, sie haben Krebs, obwohl sie diese nicht haben. Warum ist das denn jetzt hier so eingestellt und warum ist es besser zu sagen, wir haben acht Stück, denen sagt man, sie hätten Krebs, obwohl sie ihn nicht haben? Es ist einfach so, wenn sie gesund sind und man sagt ihnen auf Basis dieser Sachen hier, sie haben Krebs, dann haben sie natürlich Folgeuntersuchungen, denen man feststellen kann, dass sie ihn nicht haben. Das wäre mir persönlich wesentlich lieber, wie der eine hier unten zu sein, dem man sagt, lieber Dozent Vogel, du bist gesund. Obwohl ich eigentlich schwer krank bin und behandelt gehöre. Ähm, das heißt, hier sehen Sie Ihre Confusion Matrix, die wir auch in der Vorlesung schon gesehen haben. Und was wir hier unten noch haben, das hier, dieses ganze Ding hier, das ist dieser Report, den wir hier ausgegeben haben. Und da sehen wir hier die Precision, den Recall, die F1 Score und den Support. Das heißt, hier sehen wir Performance-Maße wo wir sehen können, wie gut wir denn abgeschnitten haben, das heißt die ganzen Performance Maße, die ich Ihnen in der Vorlesung um die Confusion Matrix herum gemalt habe, sehen Sie hier in einem separaten Report. Was wir hier dann natürlich machen, ist, dass wir eine Optimierung machen, indem wir verschiedene Parameter hier ausprobieren. Das können Sie hier sehr genau nachvollziehen, was hier passiert. Hier sehen Sie die Scores. Und am Ende ist es so, dass ich hier unten ausgegeben bekomme, welche Parameter denn am besten geeignet sind, die Optimierung der Support Vector Machine Parameter. Und interessanterweise, und da kann man sich jetzt drüber streiten, ist es so, dass wir jetzt hier unten drei Patienten haben, denen wir sagen sie sind gesund, obwohl sie es nicht sind und wir haben vier Patienten, denen wir sagen sie haben Krebs, obwohl sie eigentlich gesund wären. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten. Hier sind insgesamt sieben Missspezifikationen gegeben. Hier unten haben sie dann natürlich noch mal die performance maße Hier haben sie sieben Missspezifikationen gegeben und wenn ich noch mal ganz hoch scrolle, haben sie hier neun. Das heißt die Optimierung und das ist ganz wichtig, dass sie das verstehen. Diese Optimierung hat mir jetzt zwei Patienten gegeben, die nicht fehlspezifiziert wurden. Das bedeutet, die wurden richtig zugeordnet. Allerdings haben wir hier statt neun Patienten nur noch sieben. Allerdings sind hier unten diejenigen, denen wir sagen, sie seien gesund, obwohl sie krank sind, gestiegen. Und da hört das Machine Learning auf. Das ist der Punkt, an dem Sie ihr Hirn einschalten müssen und mitdenken müssen und sich überlegen, welche Spezifikation für ihr Problem am meisten Sinn macht. Ich in meiner Position als Data Scientist würde eher den hier oben präferieren, in der mir sagt, hier, du hast hier nur einen einzigen Patienten, den du fehlspezifizierst und dafür acht, die du umsonst zum Arzt schickst bevor ich eine Optimierung blind laufen lasse, die mir dann drei Patienten gesund nach Hause schicken, die zum Schluss sterben könnten. Und dafür halt nur vier umsonst zum Arzt marschieren und dafür zwei weniger falsch eingestuft sind. Da fängt dann das an, was man dann als Domänenexpertise ähm, kennengelernt hat. Und ich persönlich bin kein Mediziner, aber ich würde diese... Klassifikation hier unten der oberen nicht vorziehen, weil ich hier drei Patienten habe, die ich gesund nach Hause schicke, obwohl sie eigentlich krebskrank sind. Und wenn ich nochmal hoch scrolle, Sie merken, ich muss ein bisschen scrollen. Hier oben habe ich nur einen Patienten, den ich fälschlicherweise nach Hause schicke. Dafür schicke ich einige mehr zum Arzt, obwohl sie es nicht müssten. Und da sind wir im Machine Learning und auch in der Deep L und der AI noch nicht so weit. Dass ein Computer diese Zusammenhänge hier selbstständig implizieren kann. Da sind wir von künstlicher Intelligenz und Terminator noch sehr weit entfernt. In diesem Sinne sind wir mit den Support Vector Machines und der Klassifikation hier auch schon zu Ende und ich sehe Sie im nächsten Coding Video.